geliebt zu werden, dann ist das heutige Video für dich. Im Video erzähle ich dir heute, was du tun kannst, wenn du dich danach sehnst, geliebt zu werden. Und ich denke, die Sehnsucht, geliebt zu werden, ist ja die größte Sehnsucht der Menschheit, sage ich jetzt mal. Die größte Sehnsucht der Menschheit und die größte Sehnsucht überhaupt. Und damit ist überhaupt und gar nichts verkehrt, um das gleich mal vorneweg zu sagen. Okay? Und die ersten Zuschauer kommen schon. Postet mir mal in die Kommentare, von wo aus schaut ihr heute zu. Und es gibt so diesen Spruch, der heißt, Sehnsucht ist auch nur eine Sucht. Und in meiner Sicht ist das ein blöder Spruch, um es mal gleich direkt zu sagen. Und weil für mich ist Sehnsucht ein Wegweiser, okay? Sehnsucht ist ein super Wegweiser, wenn wir ihn als Wegweiser benutzen und wenn wir wach sind und achtsam sind und sagen, oh, ich habe da diese Sehnsucht, okay? Und dann können wir diese Sehnsucht nutzen als Wegweiser. Ja, was wollen wir denn? Wonach sehnen wir uns denn? Was sind denn meine Bedürfnisse? Und dann können wir dem folgen und diese Bedürfnisse ja auch erfüllen. Und was oft gemacht wird, ist, wenn diese Sehnsucht im Raum ist, oder dass wir so uns, kennt ihr das? Postet mal ein Herz in die Kommentare, wenn ihr das kennt, dass ihr euch so nach etwas verzehrt, so sehnt, so sehnsuchtsvoll, so verschmachtend, so, ja, oft ist Sehnsucht ja auch so ein bisschen ausgeliefert, oder, ach, wenn ich endlich einen Mann hätte, wenn ich endlich eine Beziehung hätte, wenn ich endlich eine tolle Beziehung hätte, dann wäre mein Leben toll, dann wäre, oder? Diese Sehnsucht hat oft etwas von wenn, dann, okay? Und das Blöde da dabei ist, dass uns diese Sehnsucht so ein bisschen in der Schleife hält. Und von der Energie her ist die Energie und die Schleife, sage ich jetzt mal, eher nach unten. Also sie dreht sich eher nach unten, okay? Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn du Sehnsucht hast, zum Beispiel nach einem Mann, nach einer Beziehung, nach Sinnlichkeit, auch wenn du in einer Beziehung bist, also du kannst durchaus auch in einer Beziehung sein und Sehnsucht haben nach dem richtigen Mann oder dass dein Mann dies oder jenes tut und erfüllt. Und das Wichtigste in meiner Erfahrung ist, dass wir dieser Sehnsucht wirklich Platz und Raum geben. Also ich kann mich noch gut entsinnen, von mir selber. Ich war mein halbes Leben in Beziehung. Also das fing wirklich so an mit 13, Teenagerliebe. Dann, das war eine kurze Teenagerliebe. Dann hatte ich so meinen ersten Jugendfreund für 3 Jahre. Dann war wieder eine kurze Pause. Dann habe ich nochmal jemanden kennengelernt. Und dann war ich 17 Jahre in ein und derselben Beziehung mit ein und demselben Mann. Okay. Und als diese Beziehung vorbei war, habe ich nämlich erst mal ein bisschen ausgelebt und habe natürlich auch erst mal ja, meine eigene Sexualität entdeckt. So hat alles begonnen, weshalb ich überhaupt heute mit euch hier rede. Und ich kann mich noch gut entsinnen, so 2, 3 Jahre danach, als diese Beziehung aus war, oder da hatte ich auch so diese Sehnsucht. Ich wollte unbedingt wieder eine Beziehung haben und ich konnte einfach nicht verstehen, weshalb das nicht klappt und weshalb das nicht funktioniert. Ich meine, ich bin eine tolle Frau und ich konnte das nicht verstehen. Und da war so ein Unfrieden und auch so eine Wut da und auch so eine, einfach so diese Sehnsucht. Also die war schon wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und irgendwo habe ich mal das gelesen, so ein Ritual zu machen. Und dann habe ich angefangen, an meine Sehnsucht einen Brief zu schreiben. Und dann habe ich jeden Tag an meine Sehnsucht einen Brief geschrieben. Und ich habe da alles gepackt. Vor allem meine Sehnsucht nach einem Mann und nach einer Beziehung, oder? Weil ich war so in dieser Falle, oder? Ja, wenn ich jetzt einen Mann hätte, wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, dann wäre alles einfacher und leichter, oder? Dann müsste ich nicht so kämpfen und dann wäre es nicht so schwierig und so. Und ich wusste ja, wie es sein kann. Ich kam ja aus einer Beziehung raus, also von daher gesehen. Und dann habe ich jeden Tag einen Brief an diese Sehnsucht geschrieben. Und ich habe da wirklich alles reingepackt. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich habe mich wirklich ausgekotzt. Ihr wisst, was ich meine. Ich sage es nicht so laut hier öffentlich. Und das war wirklich sehr spannend. Also ich habe da all die schönen Dinge reingepackt und all die weniger schönen Dinge reingepackt
Und das Spannende war für mich dann, und ich habe das regelmäßig gemacht, und dann irgendwann habe ich es nur noch so ein bisschen sporadisch gemacht, und irgendwann habe ich gemerkt, so, die Sehnsucht ist völlig verschwunden. Sie war einfach weg. Zeitgleich habe ich auch angefangen, also ich habe nicht nur dieser Sehnsucht Platz und Raum gegeben, sondern ich habe auch angefangen, mich um mein inneres Kind zu kümmern. Weil das ist oft der Hintergrund. Also, wisst ihr, wenn eine Sehnsucht so stark ist und so präsent ist, dann lohnt es sich wirklich, dass ihr hergeht und euch mal fragt, okay, was steckt denn hinter dieser Sehnsucht? Bin das wirklich ich, die erwachsene Frau? Oder ist das vielleicht mein inneres Kind, das noch nie im Leben wirklich geliebt worden ist, das noch nie im Leben wirklich die Anerkennung und die Liebe und die Zuwendung bekommen hat, das es braucht und das es verdient hat? Okay? Und es ist sehr wichtig, dass wir dahin schauen, weil wenn diese Sehnsucht, ich sage jetzt mal, die Führung übernimmt, dann ist das natürlich auch ein sehr, wie soll ich sagen, ja, abstoßendes, das ist eine abstoßende Energie, okay? Wenn wir in dieser Sehnsucht, wenn die Sehnsucht die Führung übernimmt und wir unbewusst damit umgehen, dann ist das sehr bedürftig. Und bedürftig ist nicht eine Energie von, ja, super, ich will mit dir in einer Beziehung sein und, oder ich will mit dir eine tolle Beziehung haben. Und wie gesagt, es ist egal, ob du Single oder in Beziehung bist, die Dynamik ist immer die gleiche. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir hergehen und die Verantwortung dafür übernehmen, okay? Die Verantwortung für diese Sehnsucht, dass wir gucken, wo kommt diese Sehnsucht überhaupt her? Und wenn wir das tun, dann passiert noch etwas anderes, weil solange wir uns so fühlen, und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr euch da wiedererkennt, postet einfach mal ein Smiley in die Kommentare. Solange wir uns quasi dieser Sehnsucht ausgeliefert fühlen, okay, solange wir quasi ja die Sehnsucht Regie hat und führt, solange sind wir in Abhängigkeit und solange sind wir nicht in unserer Kraft, okay? Und indem wir anfangen, die Verantwortung für unsere Sehnsucht zu übernehmen, indem wir anfangen, dieser Sehnsucht Platz und Raum zu geben, nehmen wir unsere Macht und unsere Kraft wieder zurück zu uns. Das bedeutet, wir kommen raus aus der Abhängigkeit, rein in die Unabhängigkeit. Und lasst mich mal wissen in den Kommentaren, ob das verständlich ist und ob das für euch Sinn macht. Und das ist einfach wichtig. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir diese Sehnsucht stillen, okay? Das bedeutet, dass wir eben Kontakt aufnehmen mit unserem inneren Kind, dass wir mit unserem inneren Kind in Kontakt gehen und es fragen, okay, was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was hast du nicht bekommen, als du klein warst? Und wir hatten es erst gestern Abend im Webinar, da muss man eben so ein bisschen die Kröte schlucken, die nicht immer lecker schmeckt, gell? Wenn es darum geht, wirklich dafür die Verantwortung zu übernehmen, weil was auch immer du in deiner Kindheit nicht bekommen hast, es wird dir keiner mehr geben, außer du selber. Okay? Es ist unser Job, es ist unsere Verantwortung. Und das Coole ist, wisst ihr, wenn wir anfangen, für etwas Verantwortung zu übernehmen, dann nehmen wir die Macht und die Kraft wieder zurück zu uns. Wir kommen raus aus der Unabhängigkeit, aus der Abhängigkeit. Und umso mehr wir anfangen, uns selber das zu geben, wonach wir uns sehnen, was wir nicht bekommen haben, wo wir Defizite haben. Und nochmal zum Klarstellen, damit ist nichts verkehrt, okay? Es ist nur wichtig, dass wir es erkennen. Und umso mehr wir uns das selber geben, was glaubt ihr, was im Außen passiert? Umso mehr wir es uns selber geben, umso mehr kommt es auch im Außen auf uns zu. Okay? Nur wir müssen das wirklich tun aus einer Haltung von ich bin verantwortlich und ich übernehme die Verantwortung, nicht um, ja, jetzt mache ich das mal schnell, schnell, nett, nett, um dann im Außen das auch zu bekommen. Das funktioniert nicht. Okay? Es muss schon ernsthaft und ja, ernsthaft gemeint sein, einfach auch. Und so könnt ihr Schritt für Schritt mit dieser Sehnsucht umgehen und dann werdet ihr erleben, und das ist ja auch etwas, was ich im Frauenkreis bei den Ladies immer sehe, dann verschwindet diese Sehnsucht, oder? Auf einmal kommen die an einen Punkt, wo es so ganz ruhig wird und wo es so ganz still wird. Und das ist also eine richtig schöne Energie, wisst ihr? Also für mich ist es so, ich habe überhaupt keine Sehnsucht mehr nach einer Beziehung oder nach einem Mann. Und es bedeutet nicht, dass ich das nicht für mich haben möchte. Ich weiß, das kommt und es geht mir gut. Und das ist ein Zustand,
Das ist ein toller Zustand. Das ist ein toller Zustand. Und sowas kann ich auch in einer Beziehung haben. Aber dafür muss ich nicht Single sein. Und das ist wirklich ein toller Zustand. Weil jetzt kann ich das, was ich habe und das, wer ich bin, mit jemand anderem teilen. Jetzt komme ich nicht mehr aus der Bedürftigkeit heraus, sondern jetzt komme ich aus der Fülle heraus und aus der Kraft heraus. Und das ist eine ganz andere Ebene. Das ist übrigens auch die Ebene, wo Beziehungen auf Augenhöhe stattfinden. Okay? Und ja, und wichtig ist, wie gesagt, nimm Kontakt auf mit deinem inneren Kind. Das hat in der Regel immer die Finger mit drin, sage ich mal, wenn es um das Thema Sehnsucht geht. Und schau wirklich hin, was steckt dahinter. Und wenn du Lust hast, da tiefer zu gehen und sagst, ja, das spricht mich an, da erkenne ich mich wieder, dann lade ich dich ein, beim Online-Frauenkreis weiblich, sexy, erfolgreich Frau sein, dabei zu sein. Der Online-Frauenkreis ist ein Gruppen-Coaching-Programm, wo wir uns genau solchen Themen widmen. Also da geht es darum, wie du in deine Kraft kommen kannst, wie du eine erfüllte und sinnliche Sexualität genießen kannst, wie du ja, aus der Bedürftigkeit, aus der Sehnsucht herauskommst, in deine Kraft, in deine Fülle, wie du zum Beispiel alte Wunden heilen kannst, sodass du dein Herz wieder für dich, in erster Linie für dich selber und natürlich auch für deinen eigenen oder einen neuen Partner öffnen kannst. Und wisst ihr, nur weil wir in einer Beziehung sind, bedeutet das ja noch lange nicht, dass wir in einer tollen Beziehung sind, okay? Und das Schöne ist in meiner Arbeit und was ich im Frauenkreis immer wieder erlebe, dass Frauen dabei sind, die sind Single und kaum sind sie ein paar Wochen dabei, sind sie nicht mehr Single, weil sie wieder anfangen, sich zu öffnen und ein Mann in ihr Leben kommt. Und das Gleiche passiert, also nicht das Gleiche, und das Gleiche, also ähnlich, ich muss aufpassen, was ich sage hier, ähnlich ist es in Beziehungen. Ich habe Frauen, die kommen in den Frauenkreis und die sagen, Ute, im Prinzip stehe ich kurz vor der Trennung, ich weiß auch nicht, was meinst du, lohnt sich das noch? Dann sage ich, das kannst nur du selber entscheiden. Ich weiß, dass einiges möglich ist, wenn wir die Dinge bei uns selber in Ordnung bringen. Und hinterm Her vom Frauenkreis, oder ist die Trennung und die Scheidung völlig vom Tisch und sie sind wieder so verliebt wie am ersten Tag. Frauen, die zweifeln, ob ihr Partner der Richtige ist, sagen, Ute, das ist genau der richtige Mann für mich. Frauen, die jahrelang Single waren und sich nicht mehr für einen Mann öffnen konnten und auch nicht mehr für ihre Sexualität öffnen können, können sich wieder einlassen. Warum? Weil wir die Arbeit tun im Frauenkreis und das ist etwas, wofür der Frauenkreis da ist, die es braucht, damit wir eine gesunde Basis haben. Wisst ihr, weil ich sage immer, Sexualität ist nicht die Kirsche on top, wie viele irrtümlicherweise glauben, um die wir uns mal kümmern können, wenn wir irgendwann mal Zeit haben oder wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, sondern Sexualität ist die Basis, die gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Und es lohnt sich einfach mal hinzuschauen, wie diese Basis aussieht. Ich sage immer, wenn die Basis einfach ein Müllhaufen ist, wo alles nur von schlechten Erfahrungen, Verletzungen, alten Wunden, Sehnsüchten und Bedürfnissen, die nicht erfüllt wurden, voll ist, dann ist das nicht unbedingt eine tolle Basis, worauf eine Beziehung oder auch ein Single-Dasein florieren kann. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ist das verständlich? Macht das Sinn für euch? Und das ist das, was wir im Frauenkreis tun, okay? Das bedeutet, wenn du dich danach sehnst, wenn du gerne in deiner Kraft sein möchtest und dein volles Potenzial leben möchtest, ist der Frauenkreis zum Beispiel das Richtige für dich. Oder wenn du gern wieder eine erfüllte Beziehung auf Augenhöhe mit so richtig prickelndem, guten Sex haben möchtest. Wenn du deine sexuelle Kraft nutzen möchtest, um in Fülle zu lieben und zu leben. Das ist auch etwas zum Beispiel, was wir im Frauenkreis tun, oder wir füllen uns erstmal auf. Wir füllen uns erstmal auf. Und meistens ist es so, dass wir erst, viele Frauen sind, ich sage jetzt mal, im Minus, und das bedeutet, wir füllen uns erstmal auf, bis wir auf plus minus null kommen, und dann gehen wir nochmal weiter und füllen uns noch mehr auf.
bis wir überfließen können. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein Unterschied in deiner Ausstrahlung, in deinem Sein ist, in deiner Weiblichkeit. Und es fließt in alle Bereiche rein. Das ist das Schöne, oder? Weil Sexualität, wie gesagt, gehört zu den Grundbedürfnissen. Und von da aus, es fließt in alle Bereiche rein, in die Beziehung zu einem Partner, mich überhaupt wieder für einen Partner öffnen können, in die Beziehung zu Kollegen, zu Kunden, zu Familie, zu Kindern, zu Eltern. Das fließt in alle Bereiche rein. Okay? Und der Frauenkreis, das ist ein Online-Gruppen-Coaching-Programm, das geht 3 Monate. Wir treffen uns dort wöchentlich, im Wechsel Montag und Dienstagabend und machen gemeinsam Übungen, Praxis, gehen Fragen durch, besprechen Themen und natürlich gibt es auch ein bisschen Hausaufgaben immer für die Woche. Und so gehen wir Schritt für Schritt die Themen durch. Und ich sage jetzt mal, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen möchte, dann lernst du im Frauenkreis, in deine Kraft zu kommen und die Kraft deiner Sexualität zu nutzen, sodass du in Fülle lieben und leben kannst. Okay? Und wenn dich das interessiert, dann kannst du noch bis Montag, 12 Uhr, dabei sein. Dann schließen die Türen zum Frauenkreis wieder, weil man hat kann immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt dabei sein, weil das ein auf sich aufbauendes Programm ist, okay? Und dort gehen wir Themen wie dem inneren Kind, wie heile ich Verletzungen, wie lasse ich Altes los, wie komme ich in meine Kraft? Und dann natürlich auch ganz körperliche Sachen, oder? Also wie kann ich mein sinnliches Potenzial erweitern? Wie kann ich wieder Lust haben? Wie kann ich meine Lust, wie kann ich, wie soll ich sagen, Lust aus mir heraus leben, zum Beispiel, anstatt aus der Abhängigkeit? Auch das ist so ein Aspekt, wo ich oft feststelle, dass viele Frauen, ja, und auch Männer, die sind so in der Abhängigkeit in ihrer Lust, oder? Wenn mein Gegenüber mir Lust macht, wenn mein Gegenüber mich antörnt, dann komme ich in meine Lust. Für mich funktioniert Lust andersherum, oder? Lust kommt aus mir heraus. Ich habe meine eigene Lust, meine eigene Quelle, die sprudelt und überfließt. Und die teile ich dann mit jemandem. Könnt ihr spüren, was das für ein Unterschied ist, was das für eine andere Ebene ist, wie ich brauche jemand, damit ich Lust habe. Dann sind wir immer diesen in der Abhängigkeit, oder? Dann sind wir immer die Frau am Hemdzipfel von Mann. Und das ist nicht antörnend. Das ist nicht antörnend. Zusätzlich bekommt ihr natürlich eine mega coole Community, also die Gemeinschaft im Frauenkreis ist sicherlich das, was die Frauen am meisten begeistert. Manchmal denke ich, ich müsste gar nichts anderes tun, als nur diese Gemeinschaft herstellen. Aber wir üben schon auch ein bisschen und wir haben mega viel Spaß und mega viel Wachstum und mega viel getriggert. Nur es ist schon einzigartig, über solch intime Themen mit sich mit anderen Frauen unterhalten zu können, zeigen zu können in einem absolut sicheren und wertschätzenden Rahmen. Und es ist auch so erleichternd für viele Frauen, weil sie merken, oh mein Gott, oder mit den Problemen, die ich habe, mit den Themen, die ich habe, bin ich nicht alleine. Und also dieser Kreis ist wirklich geprägt von Respekt und Wertschätzung, wo wir uns gegenseitig hochheben. Auch das ist nicht unbedingt üblich unter Frauen. Und ich sorge natürlich auch dafür, weil der Frauenkreis ist definitiv mein Baby. Und da bin ich sehr dahinter her, dass das alles mit Respekt und Wertschätzung und Anerkennung zugeht. Und es ist auch ein Raum, wo alles sein darf und wo alles erlaubt ist und wo man sich zeigen kann. Es ist immer so die sichere Blase, wo wir die ersten Schritte machen können, ausprobieren können, uns zeigen können mit allem, was ist, bevor wir es dann draußen in der Welt auch tun. Und so können wir natürlich auch Sicherheit in uns selber finden, weil wir einfach diesen Platz und diesen Raum haben. Ja, und wenn du Lust hast und wenn dich das anspricht, dann poste ich euch hier den Link zum Frauenkreis in die Kommentare. Auf dieser Seite findest du alle Infos, wann es losgeht, was du davon hast. Außerdem findest du auch eine ganze Menge Feedbacks von Frauen, die im Frauenkreis dabei waren. Und wenn du dich da wiedererkennen kannst und dein Herz schreit, ja, oder vielleicht schreit dein Herz auch, ja, oder? Dann lade ich dich ein, dabei zu sein. Okay? Jetzt schaue ich mir mal noch eure Kommentare an. Hier, in der Hoffnung, dass es mal. Ja, genau. Also, jetzt hat es den Link gepostet.
Helga schreibt, bei mir ist es eine Müllhalde. Ja, dann kannst du, wenn du möchtest, dabei sein und die Müllhalde aufräumen, weil das ist definitiv etwas, was wir da tun. Wir bringen da wirklich Ordnung rein und zwar systematisch. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, ist es immer Körper, Geist und Seele. Das bedeutet, es ist immer eine Einheit. Der Kopf, so sehr wir aus dem Kopf rauskommen möchten, so sehr will er aber auch verstehen, was geht hier ab und was läuft hier und. Und das bedeutet, der Kopf muss auch mitkommen. Dann ganz wichtig natürlich in der Sexualität, wisst ihr, unser Körper muss neue Erfahrungen machen. Oft ist es so, wir haben Sexualität auf eine gewisse Art und Weise gelebt, oft jahrelang. Und dann ist es extrem wichtig, dass unser Körper neue Erfahrungen macht, weil nur über unseren Körper können wir uns auch zum Beispiel sicher fühlen und in Sicherheit fühlen. Und das ist ganz wichtig. Deshalb darf man nicht nur die Kopfarbeit, sage ich jetzt mal, machen oder das Geistige oder das Emotionale, sondern es muss auch tatsächlich physisch über den Körper gehen. Und ja, und unsere Seele möchte letztendlich natürlich auch mitkommen. Sehr schön. Ja, ich habe gemerkt, dass ich so viele Bedürfnisse habe und Sehnsüchte, dass ich vergessen habe, auch meinen Mann zu lieben und zu loben für all das, was er eigentlich für mich tut. Ja, ganz genau. Und das ist etwas, das passiert. Vielen Dank, Tanja, für diesen Kommentar. Das ist etwas, das passiert, wenn wir uns selber vergessen. Wisst ihr, wenn wir selber ins Minus rutschen, wenn wir selber ins Defizit rutschen, dann fangen wir an, am anderen zu nörgeln. Also nörgeln ist immer Alarm, 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 okay? Und die erste Anweisung, die die Ladies im Frauenkreis immer bekommen, ist, lasst eure Männer in Ruhe. Lasst eure Männer in Ruhe. Und es ist so cool, oder? Es ist so wahnsinnig, weil manche Männer wissen gar nicht, dass ihre Frauen im Frauenkreis dabei sind. Das bedeutet, die bekommen überhaupt gar nichts von dem mit, was wir da tun. Und die Frauen sagen auch nichts. Die bekommen nur die Auswirkungen zu spüren. Und trotzdem funktioniert das. Das finde ich das Faszinierende, weil der Punkt ist der, wisst ihr, wenn wir etwas in uns ändern, dann ändert es sich auch im Außen. Und wir können aufhören, an unserem Mann, an unserem Chef, an unseren Kollegen oder wen auch immer rumzuziehen und rumzumeckern. Wir können anfangen, es in uns zu ändern. Und wenn wir es in uns ändern, dann zeigt sich es auch im Außen. Wenn sich's im Außen noch nicht zeigt, haben wir es in uns noch nicht geändert. So einfach funktioniert die Rechnung. Und das ist cool. Viele sagen auch zu mir, Ute, ja, aber ich bin in einer Beziehung. Was, wenn mein Mann dann nicht mehr mitkommt? Das passiert gar nicht, oder? Weil der automatisch, also wisst ihr, die Männer oder auch Frauen, also wobei schon speziell bei den Männern kann ich das feststellen, die drehen sich automatisch mit uns. Wenn sich bei uns was verändert, drehen die sich mit. Okay, also in meiner Welt sind Männer gelehrige Schüler. Sie brauchen manchmal vielleicht einfach ein bisschen Hilfe und Unterstützung auch, nur auf eine ganz andere Art, wie immer zu meckern und zu maulen und zu sagen, was alles nicht passt. Ja, absolut. Absolut, Männer brauchen Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, es ist auch so, Männer lieben nichts mehr als eine glückliche Frau. Und wir Frauen denken, der Mann ist zuständig, um uns glücklich zu machen. Und das ist der größte Irrglaube, den es gibt, weil das ist unser eigener Job. Das ist unser eigener Job. Es ist unser Job, uns selber glücklich zu machen. Okay? Und dann liegen dir die Männer zu Füßen und tun alles für dich, wenn sie sehen, sie haben eine glückliche Frau zu Hause. Und wenn dann auch noch der Sex passt. Sehr schön. Wunderbar. Ja, okay, so viel war es heute. Wenn ihr noch Fragen habt, postet sie gerne in die Kommentare. Ich nehme die Themen gerne auf und mache immer wieder Live-Videos dazu. Traut euch also, postet in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn du Lust hast und gern dabei wärst im Online-Frauenkreis, weiblich, sexy, erfolgreich Frau sein, jetzt ist die Zeit. Nur noch bis Montag um 12 Uhr ist es möglich. Dann schließen die Türen wieder. Und hier in den Kommentaren findest du den Link und auf der Seite findest du alle Infos. Und wenn du noch Fragen hast, dann schick mir einfach eine Nachricht. Okay? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Abend. Sende euch tausend Küsse. Ich gehe heute weiter ins Webinar, wo wir uns auch noch dem Thema Heile deinen Wunden widmen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du im Online-Frauenkreis mit dabei bist. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.